Hallo zusammen, kennt ihr schon die One Hand Operation Plus App? Ich liebe diese App und verspreche euch, dass ihr sie ebenso lieben werdet, nachdem ich sie euch vorgestellt habe. Was können wir mit dieser App machen? Wie das Icon schon verrät, können wir unser Smartphone mit nur einer Hand bedienen. Ja, selbst dieses Monstrum, also das 6,9 Zoll große Gerät Note 20 Ultra 5G, bediene ich nur mit einer Hand. Also weg mit der linken Hand. So, bevor wir in die App gehen, zeige ich euch, was man durch die App machen kann. Samsungs One UI erlaubt es uns ja, das Benachrichtigungsfeld durch einen Wisch nach unten aufzurufen. Das ist zwar hilfreich, aber ich komme dennoch nicht an die Elemente da oben ran, denn mein Daumen deckt nur diesen Bereich ab. Alles außerhalb kann ich nicht erreichen. Was mache ich nun? Ich wische lang vom Seitenrand diagonal nach oben. Dadurch startet der einhändige Modus. Ich komme nun an alle Elemente ran, ohne umgreifen zu müssen. Was ist noch möglich? Gehen wir mal in ein Untermenü der Einstellungen. Mit einem kurzen Wisch gerade nach links gehe ich einen Schritt zurück. Ja? Und jetzt ein kurzer Wisch diagonal links runter. Das bringt mich zum Homebildschirm. Ein kurzer Wisch diagonal nach links oben zeigt mir die geöffneten Apps an. Wir klicken nochmal hier rein. Nochmal alle geöffneten Apps. Kurzer Wisch links, ein Schritt zurück. Ein kurzer Wisch nach unten, Homescreen. Das waren jetzt kurze Wischgesten. Ich kann auch lange Wischgesten machen. Und zwar wieder nach oben, gerade und nach unten. Was passiert dann? Erstmal lang nach oben. Es öffnet sich wie zu Beginn der Einhandmodus. Lang nach unten öffnet das Benachrichtigungsfeld. Das ist immer dann praktisch, wenn ich in einer App bin und eine Nachricht ankommt. Oder ich eine Schnelleinstellung vornehmen will. Okay, und jetzt kommt mein absoluter Favorit überhaupt. Ein langer Wisch nach links. Es erscheint folgendes Fenster. Hier oben kann ich die Displayhelligkeit einstellen. Darunter kann ich meine Musik steuern. Play, Pause, Titel vor und zurück und sogar die Lautstärke. Und sogar die Lautstärke ändern. Im unteren Bereich habe ich Schnelleinstellungen wie WLAN, Stummschalten, Bluetooth, mobile Daten, automatische Ausrichtung, Screenshot. Das ist klasse. Ein Klick darauf und das war's. So einfach kann es sein. Da brauchen wir die umständliche Tastenkombination Power- und Leise-Taste nie wieder für einen Screenshot. Dann haben wir hier Display sperren. Des Weiteren Blitzlicht. Ihr seht, zurzeit habe ich die Gestennavigation. Mit diesem Shortcut kann ich die altbekannten drei Buttons zurückholen. Dann noch den Dark Mode, die App-Übersicht und das Beste zum Schluss. Das Multitasking bzw. geteilter Bildschirm. Dazu öffnet man zuerst eine App, beispielsweise YouTube. Danach klickt man auf den Shortcut und man kann eine weitere App öffnen. So, ihr seht es, ich habe alles nur mit einer Hand bedient, bei solch einem riesen Smartphone. Das haben wir dieser App zu verdanken. Und jetzt schauen wir uns die App an. Man findet diese App im Galaxy Store. Passt auf, ich kann nicht runterscrollen und komme oben nicht dran. Also starte ich den Einhandmodus, indem ich lange diagonal nach oben wische. Ich klicke auf die Lupe und gebe ein One Hand Operation Plus. Diese App ist natürlich kostenlos und hat eine Top-Bewertung. Sie ist Teil des Programms Good Luck Labs. Dazu werden weitere Videos folgen. Abonniert also meinen Kanal, um sie nicht zu verpassen. Diese App ist sogar schon für Android 11 und One UI 3 optimiert. Super Voraussetzung also. Nun gehen wir in die App und nehmen die Einstellung vor. Wir sehen auf Anhieb rechts und links einen blauen Balken. Die nennen sich linker Pfeil und rechter Pfeil. Ich habe den rechten Pfeil genauso belegt wie den linken Pfeil. Deswegen reicht es vollkommen, wenn wir uns nur einen Pfeil angucken. Oben ist der Bereich für kurzes Streichen. Kurz gerade imitiert die Zurücktaste.
kurz diagonal oben imitiert geöffnete Apps und kurz diagonal unten bringt uns zum Homescreen. Kann ich euch ja mal gerade zeigen. Einmal zurück, geöffnete Apps und Homescreen. So, jetzt kommen die Langwischgesten dran. Das heißt, wir ziehen den Pfeil einfach ein wenig länger. Lang gerade ist das Quick Tool Fenster. Lang diagonal oben startet den Einhandmodus. Und lang diagonal nach unten zieht das Benachrichtigungsfenster runter. Dieselben Belegungen habe ich eben auch für den linken Pfeil gemacht, so dass es egal ist, ob ich mein Gerät in der rechten oder linken Hand habe. Die Bedienung ist immer identisch. Jetzt zeige ich euch, welche Funktionen es gibt. Es gibt unzählige, ihr seht es, zurück, home, aktuelle Anwendung, Menütaste, lauter, leiser und viele mehr. Und das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, die Quick Tools. Und selbst die kann man anpassen. Dafür klicken wir auf das Zahnrad. Die Reihenfolge kann geändert werden, sowie auch die Anzahl. Ich habe gerade die maximale Anzahl erreicht. Ihr seht es, es sind 12 Shortcuts. Wir entfernen beispielhaft mal das letzte Element. Zack, weg. Und nun können wir einen hinzufügen. Wir fügen wieder die geteilte Ansicht hinzu. So, das war's. Ihr habt gesehen, dass ich das ganze Video über nur eine Hand benötigt habe. Ich hoffe sehr, dass euch die App gefällt und euch beim Bedienen eurer Geräte hilft. Bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.